Hallöchen. Ich stehe hier gerade vor dem Museum, sitze im Auto, war gerade bei dem Archäologen so etwa ein Stündchen, hatte ihm ein paar Funde mitgebracht, die ich so in der letzten Zeit gefunden habe, die er noch nicht gesehen hat, habe ihm die mal gezeigt. Und ja, er hat mir auch einen Haufen Fundtüten mitgegeben und noch eine CD mit ordentlich Infomaterial. Und ja, da werde ich mal gucken, ob ich vielleicht zu einigen Funden noch was rausbekomme. Ich werde jetzt erstmal wieder auf den Acker fahren. Momentan ist blauer Himmel, es regnet aber zwischendurch immer mal wieder. Und ja, mit den Futtütchen, da werde ich jetzt die Funde mal schön reintun. Ich werde die auch immer natürlich von der Fundlage her per GPS-Koordinaten lokalisieren und auch nochmal schön Fotos machen und so. Und dann werde ich zu Hause mal so eine Art Buch oder ein Fundbuch anfertigen. Das ist natürlich eine Menge Arbeit, aber das macht das Ganze natürlich nochmal interessanter. Und ja, ich fahre jetzt erstmal auf den Acker und dann sehen wir uns. So, lange Zeit kein gutes Signal mehr. Ihr seht, ich habe die Rossmann-Tüte auf dem Detektor. Es regnet immer mal wieder so ein bisschen. Es ist ziemlich windig, deshalb habe ich jetzt die Funde nicht kommentiert gehabt, die ich hatte. Momentan geht es so einigermaßen. Und ja, schon lange kein gutes Signal mehr, also keine Ahnung. Ich bewege mich jetzt etwas weiter hinten auf dem Schlachtfeldacker quasi und guck mal in den Spuren. Also vorne geht anscheinend doch etwas mehr. Ja, ich meine, ich kann zufrieden sein. Es kam schon eine silberne. Super klasse. Hatte ich schon lange nicht mehr. Und auch noch so ein paar Münzen. Und auch noch ein schöner Bronze-Arsenknopf. Naja, ich werde jetzt nochmal weiter gucken und vielleicht noch bis gleich.
so, endlich mal wieder ein Signal. Wind ist auch kaum, also das heißt, ich kann mal was erzählen. Ewigkeiten gelaufen ohne ein Signal oder ohne ein gutes. Aber das ist auch eine Scheiße. Das ist auch eine Scheiße. Ja, schade, hat so schön angefangen heute. Aber ich gebe nicht auf. Weiter geht's. So, ich glaube, bevor ich gleich richtig nass werde, werde ich mal abbrechen und mich langsam zurück zum Auto begeben. Schade, ich wäre gerne noch weitergegangen, aber das sieht echt übel aus hier. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier so die letzte Reihe am Gehen. Hier ist der andere Teil vom Schlachtfeldacker, wo wir noch nicht drauf waren. Ja. War ein erfolgreicher Tag heute eigentlich. Waren jetzt nicht so viele Funde, sag ich mal, von der Quantität her. Aber von der Qualität war da schon nette Sachen mit bei. So, ja, ich werde jetzt nochmal hier 2 Meter weitergehen und dann werde ich langsam mal abdrehen in diese Richtung. Ja, so, da bin ich nochmal. Ich weiß nicht, ich hatte euch ja mal erzählt, dass mein Vater bei sich im Garten schon einige Münzen gefunden hat, bei der Gartenarbeit quasi. Und ja, ich war gerade mal da bei meinen Eltern und habe ihm noch mal ein paar Sachen gezeigt, die ich heute gefunden habe. Und ja, er hat mir dann die Münzen, die er gefunden hat, in die Hand gedrückt und sagte, kannst du mitnehmen, du sammelst sie ja eh. Und ja, und da sind echt ein paar richtig schöne Stücke mit bei, muss ich sagen. Und zwar einmal eine Pfennig-Scheidemünze von 1789 mit einer richtig super Patina. Ihr seht, die ist noch wirklich super erhalten. Also eine ganz klasse Münze. Dann ein Pfennig von 1842. Die beiden sind übrigens sehr identisch zu denen, oder sind eigentlich, ne, Scheidemünze und normaler Pfennig, die ich auf dem Schlachtfeldacker auch finde. Und man muss dazu sagen, der Garten ist relativ in der Nähe davon. Dann ganz kurios, ein Reichspfennig, aber mit irgendwie einem Bohrloch drin. Als wenn das mal irgendwie als Glücksbringer an der Kette getragen wurde oder so. Von 1944. Ja, noch ein Reichspfennig. 1942. Und noch ein Reichspfennig. Oh Mann, war doch 1940 müsste es sein, glaube ich. Ja. Und dann hat er auch noch eine Münze, ich glaube, von der hatte ich euch schon mal erzählt, die ist, glaube ich, so um 1600. Eine ganz kleine. Und zwar ist das eine Silbermünze. Ich glaube, aus Braunschweig. Und hat hinten einen Herrscherapfel drauf. Das sind, ich glaube, zu meinen, das sind 3 Taler oder so. Ah, da ist ja von 1723, nicht von 1600, Entschuldigung. Aber auf jeden Fall auch eine super Münze. Und ja, da bin ich echt glücklich, dass er mir die so vermacht hat. Auch wenn ich sie natürlich lieber selber hätte gefunden. Aber toll. Ach nee, hier. Ich glaube, Hildesheim ist es. Weil hier könnt ihr noch Hildes lesen. Komme ich dann auf Braunschweig? Ich glaube, Hildesheim.
Ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Müsste ich nochmal nachgucken. Ich hatte es schon mal einmal nachgeguckt. Und ja, also so in der Form, so um 25 Euro wert halt. Aber ich finde sie trotzdem schön. Ja, gleich zeige ich euch noch mal in neuer Art wieder, so wie letztes Mal auch, die Fundzusammenfassung, was ich heute so gefunden habe. Und bis zum nächsten Mal. Thank you.